Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Star Wars Republic. Hier die Botschafter. So, ich habe mir in letzter Zeit zwischendurch ein bisschen geschickt hier. Erstmal hier die Rüstung richtig gemacht. Wir hatten in der letzten Folge ja ein paar Fails in der ersten. War ein bisschen doof. Dann habe ich mir noch einen ordentlichen Kristall zugeschickt. Mit 27 Angriffskraft. Bauen wir erstmal hier ein. Ist ja schon mal was. Und hier natürlich die Rüstung. Ist deutlich besser, wie man sieht. Jetzt einfach mal anziehen. Warum bin ich fast tot? Oder macht die auch mehr Leben? Ich glaube, die macht mehr Leben. Also nicht, dass ich jetzt denke, irgendwie, man verliert jetzt hier total viel Leben. Man kriegt einfach nur ganz viel. So, dann hauen wir erstmal noch hier die Gleiternavigation rein. Und natürlich den Gleiter. So. Geld habe ich mir auch geschickt. Das kommt aber. Aber erst später. Also erst ab der dritten Folge wird es wahrscheinlich erst da sein. Ich kann mir die Reparatur insgesamt nicht leisten. Toll. Super. So, würde ich sagen, jetzt geht's erstmal richtig in die Quest erstmal. Wir müssen Hologramme sammeln. Beziehungsweise bergen. Wo ist der Gefährte eigentlich? Man kann die Gefährten ja übrigens seit neuestem auch im Laufen aktivieren. Da kommt der erste Kampf. Und da habe ich den Gefährten gerade richtig gerufen. Und wir sind Stufe 2. Und mir fehlt noch was. Und zwar bei Sammlungen. Spielzeug. Holo. Nicht Ho-O, sondern Holo. Die satellische Schadenstatue. Kriegen durch Machtausbruch und Machttechnik. Die Skills werde ich jetzt hier nicht nochmal alle komplett vorlesen. Das dauert einfach zu lang. Oh, eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste. Eine Kiste. Das wird helfen. Und eine Rüstung, aber die Rüstung, die werde ich natürlich jetzt hier nicht anziehen. Ich habe es noch drauf. Denn wir haben ja jetzt diese Rüstung, die bringt auch mehr EP. Wir sehen jetzt hier 50% mehr EP kriegen wir durch diese Rüstung. Was haben wir jetzt bekommen? Ah, guck mal hier. Nee, warte. Machen wir die gleiche Rüstung. So, hier haben wir das erste Hologramm. Aktivierungsprotokoll gestartet. Nach dieser langen Stille kommt endlich doch noch jemand. Ich bin Garon Shard. Vor Jahrtausenden war ich einer der Gründer des Jedi-Ordens. Ihr wirkt beinahe lebendig. Man schickte mich, um euch zu retten. Ihr seid nur ein Hologramm. Für ein Hologramm seid ihr erstaunlich wortgewandt. Wir brauchten ein würdiges Gefäß für unser Wissen. Als der Jedi-Orden seinen Anfang nahm, erkannte ich, dass wir uns dem Frieden verschreiben mussten. Wir mussten unsere Emotionen beschwichtigen und den Krieg in der Galaxis beenden. Wenn wir kämpften, dann nur um uns zu verteidigen. Das ist das Grundprinzip der Zivilisation. Was ist mit dem Schutz anderer? Das finde ich auch. Nur der Krieg bleibt Fortschritt. Ohne Frieden gäbe es keine Kunst oder Kultur, keine Politik. Keine Republik. Die Jedi mögen sich verändert haben, aber der galaktische Frieden ist nach wie vor eines unserer Ziele. Aktivierungsprotokoll beendet. Viel Erfolg. Wofür steht eigentlich dieses Aktivierungsprotokoll gestartet und beendet? So, Gleiter genommen und das ist natürlich das Gute, man kann den Gleiter jetzt ja mittlerweile ab Stufe 1 nutzen. Immer diese Gleiternavigation hat und von denen habe ich echt noch massenweise. Ja, und wir haben natürlich jetzt direkt auch am Anfang ein schönes Lichtschwert, was ein bisschen rumbackt. Den anderen geht dann. Der müsste locker den Gleiter durchschneiden mit dem Scheißding. Komme ich da vorbei? Ja, verdammt, ich habe die Erkundungsquests vergessen anzumachen. Verdammt. Es gibt nämlich noch eine Quest, muss man noch da hinten hin. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ah, es ist noch jemand gekommen, um zuzuhören. Als der Jedi-Orden gegründet wurde, war ich es, Carla Brinn, die sagte, dass wir uns der Gerechtigkeit verschreiben sollten. Wahre Gerechtigkeit kann nicht durch Emotionen entstehen. Wir Jedi können unsere Begierden ignorieren und ohne Angst oder Wohlwollen nach der Wahrheit suchen. Aber Mitgefühl ist wichtig. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Das kann zu lange dauern. Wenn man keine Barmherzigkeit spüren kann, leidet die Gerechtigkeit. Mitleid mit dem Opfer oder Wut auf den Verbrecher kann uns blenden.
Um klar sehen zu können, müssen solche Gefühle ignoriert werden. Das hat uns gut gedient. Wir Jedi sind bekannt für unsere Objektivität, unsere Ehrlichkeit. Jetzt liegt es an euch, diesen Ruf zu wahren. Aktivierungsprotokoll beendet. So, das Hologramm haben wir auch. Jetzt wurde wieder auf den Gleiter gesprungen. Ich muss in die Richtung fahren. Da wird wohl das nächste sein, auf der nächsten Brücke. Ich wollte kurz über die Quest zeigen. Hier gibt es nämlich einen Elektrostab. Warum? Der ist einfach mal besser als mein Lichtschwert. Toll. Wie das denn? Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein neuer Jedi, der gekommen ist, um zu lernen? Ausgezeichnet. Ich bin Ters Sendon, Bewahrer der Geschichte, ein Gründer und Geschichtsschreiber des Jedi-Ordens. Ich sah, wie wir zu Wissens- und Geheimnishütern wurden. Wir Jedi würden die Weisheit der Galaxis bewahren. Das würde ich auch gern tun. Das tue ich, indem ich euch rette. Klingt nicht sehr aufregend. Solches Wissen zu sammeln klingt nach einem großen Abenteuer. Ich besuchte mehr Welten als jeder andere Gründer. Ich sah, hörte, träumte. Jedi kämpfen gegen Ignoranz, um andere Kulturen zu verstehen und dieses Wissen anderen zu bringen. Vergesst das auf euren Wegen niemals. Aktivierungsprotokoll beendet. Sorry, wenn ich über meinen Scheiß husten. Kann ich aber jetzt auch nichts für. So, Gleiter genommen und weiter. So, überall ist so eine Fleischräuber. Gibt es hier noch irgendwo Kisten? Was ist denn das hier für ein Laden hier? Oh, ein Wissensobjekt. Gut, dass ich hier mal vorbeigeschaut habe. Alte Jedi-Statue. Die Wiederentdeckung von Typhon. Wer das lesen möchte, gerne bitte immer Pause drücken. Denn ich werde diese Dinger nicht vorlesen, das wird den Rahmen sprengen. Soll wirklich YouTuber geben, die sowas auch vorlesen? Also von sowas bin ich echt gar kein Fan. So, nächstes Hologramm, beziehungsweise letztes. Ich versuche das Hologramm zu aktivieren, aber nichts passiert. Bei näherer Untersuchung stellt ihr fest, dass der Holoprojektor so fertig entfernt worden ist. Ja, was nun? Meisterin Yuon, ich bin auf ein Problem gestoßen. Einer der Holoprojektoren wurde offensichtlich gestohlen. Gestohlen? Aber die Fleischräuber stehlen nicht, sie zerstören nur. Ich kümmere mich darum. Wenn du die anderen Hologramme hast, such mich im Jedi-Tempel auf. Ich schicke dir die Wegbeschreibung. Und bitte, Padawan, sei vorsichtig. Ja. Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn ich jetzt hier angefangen hätte? Ich hätte ja auch so rumlaufen können. Wäre das denn hier direkt am Anfang kaputt gewesen oder wäre das dann trotzdem in der gleichen Reihenfolge gegangen, nur halt anders? Anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß gar nicht, auf welcher Stufe wir die Tarnung bekommen. So. Hier die Quest, die meinte ich, warum habe ich die eigentlich vorhin übersehen? Ja gut, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Gibt's hier noch was? Es gibt viel zu lernen. Man muss nur wissen, wo. So, dann müssen wir jetzt auch da. Erinnerung, mechanisierte Reise. Die Tempelgleiter. Wird sich jetzt gut tun, dass wir jetzt hier einfach die Gleiter nutzen können und die einfach schön durchfliegen können. Früher müsste man jetzt hier lang laufen. Weil es ja früher noch nicht die Gleiterfunktion gab. Aber ich habe was übrigens auch nochmal erzählen wollte. Ich hatte mal so die Idee gehabt von Real LP, also vom Agenten Let's Play, so eine Art Re-Let's Play, also sozusagen einen Rückblick so gesehen auf den Anfang zu machen. Das wollte ich zwar in der 1000. Folge so gesehen auch machen, allerdings habe ich so gesagt, ab der Folge 900 werde ich dann so ein bisschen, ja, mehr den alten Kram nochmal zeigen, halt mit besserer Qualität halt. Weil damals habe ich ja nicht wirklich ein bisschen wenig gesprochen. Und deswegen habe ich, warum ist, glaube ich, das gerade durch? Ja, ich würde sagen, ich erkläre erstmal zurück. So gut wie neu. Ich erkläre erstmal weiter. Ja, deswegen habe ich mal gedacht, ich mache da mal so einen kleinen Rückblick. Ich werde einfach wieder einen Charakter erstellen, der genauso aussieht, genauso heißt. Ja, gut, für einen Namen wird es ein bisschen schwierig. Also, dass ich die ersten Planeten dann nochmal spiele. Ja, sowas habe ich mir halt überlegt. Wird natürlich nicht genauso sein. Ja, in der 1000. Folge werde ich es ein bisschen anders machen, natürlich. Das ist ein bisschen anders, wird es komplett anders sein, da werde ich dann so sehen, alte Szenen noch reinblenden. Ihr werdet sehen, wenn die 1000. Folge kommt, wird es wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr sein, aber wird wohl bald noch kommen. So, jetzt nehmen wir aber die Quest hier an.
Padawan, wie ich hörte, habt ihr mit euren Prüfungen angefangen. Meisterin Yuon hält euch für äußerst vielversprechend. Es freut euch sicher, dass ihr so weit gekommen seid. Doch manche Jedi haben die Fähigkeit, mehr zu bewirken, mehr Leuten zu helfen. Interessiert. Erzählt mir mehr darüber. Ich mag Herausforderungen. Vergesst es, Mission ablehnen. Nee, jetzt machen wir nicht. Ich bin immer bereit zu helfen. Der Galaxis steht ein Krieg bevor. Das Sith-Imperium schmiedet ein Komplott gegen die Republik. Und die Republik sucht Hilfe bei den Jedi. Doch nicht alle, die ein Jedi werden wollen, sind fähige Kämpfer und Anführer. Viele sind Gelehrte, Diplomaten, Strategen und Wissenschaftler. Deshalb haben wir eine Simulation entwickelt, um Jedi und Padawane daraufhin zu testen, ob sie republikanische Truppen anführen können. Ich darf es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin. Klingt perfekt. Wenn ihr eine Führungsperson sucht, seid ihr bei mir richtig. Wo soll ich anfangen? Selbstvertrauen ist gut. Ein Anführer muss sich selbst und den anderen vertrauen. Doch werdet nicht arrogant. Die Droiden in diesem Dock wurden programmiert, um gemäß imperialen Militärprotokollen und Schlachtfeldtaktiken zu handeln. Zeigt eure Fähigkeiten, indem ihr diese Droiden besiegt, und ihr seid auf dem besten Weg, republikanische Truppen in den Kampf führen zu können. Traut ihr euch das zu? Sicher, kein Problem. Fangen wir einfach an. Natürlich werde ich es tun. Ausgezeichnet. Die erste Gruppe Trainingsdroiden wartet auf euch. Viel Erfolg. Dankeschön. Aktiviere und zerstöre die Mark 1 Trainingsdroiden. Ja gut, die Quest, die kenne ich auch schon. Ist ja hier alles nicht blind, so gesehen. Also der Erstplaneten, den kenne ich eigentlich immer schon. Ab dem zweiten wird es schon ein bisschen kritischer. Na, was passiert jetzt hier? Kommen hier ein paar Trainingsdroiden, die können aber alle nichts. Oh, die sind sogar Stufe 3, sehe ich. Die sind noch nicht Stufe 3. Die sind eher Stufe 2, aber fast da. Beziehungsweise werden wahrscheinlich Stufe 3 werden, wenn wir jetzt hier die Quest abgeben. Ich bin beeindruckt. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere Aufgabe für euch. Ah ja. Ja, damit so Stufe 3. Machtwelle mal mitnehmen. Aber hier noch eine Quest von Hallen. Nehmen wir auch mal mit. Hallo. Ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuon gesprochen hat. Wenn wir keine Jedi wären, würde ich sagen, ihr seid genauso süß, wie sie euch beschrieben hat. Aber da wir Jedi sind, sage ich nichts dergleichen. Tut mir leid. Ich plappere. Meisterin Yuon wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Ich mach das zwar schon so gesehen, aber das Spiel will es ja, dass ich es nochmal mache. Soll ich irgendwo hingehen? Ist das denn alles? Für einen Jedi seid ihr ziemlich albern. Und wer wird mich in der Kampfkunst unterrichten? Oh, sicher. Tut mir leid. Geht zu Meister Vettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Möge die Macht mit euch sein. Ja gut, die hat irgendwie ein bisschen was an der Palme. So, das ist die Ausbilderquest, die eigentlich unnötig ist, da wir so gesehen unseren Ausbilder mit unseren Schleppausbilder haben hier, wo du Statue von Satire Schaden ist es. Schon besser? Aber wer toll sind, ja. Gildeneroberung läuft übrigens derzeit auch gerade. Wir machen Imperium, da wir haben auch schon 627 Punkte. Hier auf der Webseite habe ich bisher noch keine gemacht. Da müsste ich mal in meine eigene wieder reingehen. Bin ich aber zu faul für. Trotzdem geht das wieder nicht, weil ich da jetzt keinen habe, der jetzt gerade online ist, der mich dann da einladen kann. Oder außerdem werde ich den Charakter sowieso, glaube ich, wieder löschen, wenn wir fertig sind. Ich habe nicht so viele Slots. Das geht nicht. Es liegt nicht mehr in meinen Händen, Kaisen. Nichts in meinen Händen geht nicht. Aus dem Mund klingt das seltsam. Aus deinem Mund klingt das seltsam. Ich habe nicht... Padawan, komm doch herein. Das hier ist Kaisen Fess, ein alter Freund. Er macht hier einen Jagdausflug, eine heilige trandoschanische Tradition. Ist er ein Jedi? Das ist mir eine Freude, Kaisen. Das ist eine eklige Riesenechse. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ebenso, kleiner Jäger. Ich muss auf Pirsch gehen, bevor das Licht sich ändert. Möge die Zählerin wachsen. Einigen Leuten, sogar einigen Jedi, missfällt meine Freundschaft mit Kaisen. Ich wollte, dass du ihn kennenlernst, bevor du von Gerüchten beeinflusst wirst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Die Jedi haben auch ohne den Verlust ihrer Geschichte in letzter Zeit schon genug verloren. Wegen des fehlenden Hologramms.
Es war kein Problem. Ihr meint im Krieg. Einer der Holoprojektoren wurde entwendet, bevor ich da sein konnte. Ich weiß. Und es war nicht einfach irgendeiner, wie es scheint. Er enthält das Hologramm des berüchtigten Meister Rajivari. Rajivari, was ist das für ein Name, ey? Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Einer der ersten gefallenen Jedi. Er verriet den Orden, wie? Aber er hatte sein eigenes Hologramm. Der Betrug dieses Rajivari hat den Weg für die Sith geebnet. Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene Hologramm könnte seine finstersten Geheimnisse beinhalten. Wir müssen es finden. Der Dieb stammt sicher aus Kalikori. Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger angesiedelt. Viele von ihnen sind arm oder hungrig. Und die Relikte sind wertvoll. Ihr nanntet sie Pilger. Warum ist ihr Dorf illegal? Der Verkauf eines alten Holoprojektors könnte die Dorfbewohner monatelang ernähren. Ich möchte, dass du nach Kalikori gehst. Herausfindest, wer den Holoprojektor entwendet hat und ihn sicherstellst. Aber sei vorsichtig. Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen uneingeschränkten Schutz anbieten. Nicht einmal, wenn die Fleischräuber angreifen. Die Beziehungen sind angespannt. Also tun wir nichts. Ich werde diplomatisch sein. Niemand zwingt sie zu bleiben. Wenn die Twi'lek hier nicht ohne Hilfe überleben können, sollten sie gehen. Tython ist ihre Heimat, Padawan. Sie können sonst nirgendwo hin. Suche in Kalikori Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden und hat vielleicht auch den Holoprojektor gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese Pilger zu treffen, Padawan. Sei vorsichtig. Ja, heute kriegen wir auch den ersten Titel, Padawan. Schon besser? Und jetzt hier noch die Waffe. Genau, das hier wollte ich auch noch machen. Hier wollte ich Tank nehmen. Die habe ich bisher eigentlich am meisten gespielt. Die kann ich auch nicht wirklich spielen. Oh, der Elektrostab, der einfach mal viel, viel besser ist als mein Lichtschwert. Aber das Lichtschwert werde ich mir für später aufbewahren. Das werde ich dann modifizieren und dann... Ja, und dann... Jetzt wollen wir mal kurz nochmal nach oben gehen. Was haben wir hier? Gemächer des Jedi-Rates. Können wir da rein? Der Jedi-Rat hält momentan keine Sitzung ab. Warum ab? Ab hätte man noch weglassen können. Aber anscheinend kommen wir da noch nicht rein. Wahrscheinlich erst, wenn wir eine Quest dafür haben. Der hohe Rat der Jedi. Gibt es auch einen Tiefen? Gut, könnt ihr euch durchlesen. Hier haben wir auch nochmal ein Wissensobjekt. Satele Shan. Wo auch im Intro gesehen, die Frau mit dem Doppellichtschwert, das halt getrennt wurde. Das Doppellichtschwert wurde ja getrennt. Satele Shan, könnt ihr noch was über sie erfahren? So, dann dorthin. Meister Wettel. Ein Jedi sollte immer an sich arbeiten. Jedi-Botschafter. Primärattribut Willenskraft. Das hier müsst ihr auch mal erwähnen in den Text hier. Verfügbar ab Stufe 10 stimmt ja nicht mehr wirklich. Wirbelstoß können wir hier noch lernen und mehr nicht. Möge die Macht mit euch sein. So, Gürtel können wir mal... Nee, den Gürtel nehmen wir nicht. Stimmt ja. Vergesst es jedes Mal mit der Rüstung. Ich habe nämlich in letzter Zeit ziemlich viel Kartellmünzen gefarmt. Wenn ihr mal in den Kartellmarkt mal kurz schaut... 5555 habe ich derzeit. Oh, schöne Zahl. Ja. Gehen wir nochmal zum Dorf Kalikori, dann ist die Folge vorbei. Machen wir es so. Gleiter geholt. So, zack. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Hier auf dem Planeten ist es übrigens auch so, dass die Taxirouten nicht angezeigt werden. Das heißt also, wenn ihr mit irgendeiner Taxiroute fahren könnt, dann müsst ihr erstmal auf der Karte gucken, wo ihr halt hin müsst oder es halt wissen, so wie ich jetzt hier gerade. In dem Fall wusste ich, dass das Dorf Kalikori hier ist. Aber wenn ihr es halt nicht wisst, dann müsst ihr es halt so machen. So, Dorf Kalikori. Könnt ihr euch ebenfalls durchlesen. Aber was ich noch erzählen wollte, ist jetzt sicher so noch und dann ist die Folge vorbei. Das hier machen wir in der nächsten Folge. Dieses RP wird nur bis zur offiziellen Story-Ende von Stufe 50 gehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also bis 50 werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich kommen. Aber, also, sobald wir dann mit Korea, also in der Story selber fertig sind, mit der Klassenquest hier. Warte mal, kann ich mal was zeigen? Jetzt, sobald wir mit der Klassenquest fertig sind, dann ist das Let's Play auch vorbei. Also diesmal gibt es keinen Markap und auch nichts und auch kein Dings hier, wie hieß es? Zios, noch kein Fallen Empire, kein Eternal Throne.
kein Schatten von Revan. Also das alles gibt's nicht, weil das kennt ihr schon, das ist genau das gleiche. Das brauche ich nicht doppelt zeigen. Ja. Ich würde sagen, jetzt beenden wir aber erstmal die Folge, wir sind schon wieder bei 17 Minuten mindestens. Also meine Uhr zeigt gerade fast 18 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge, bis bald und ciao.